So entsteht an der Stelle des Fischerdorfes eine der ersten Planstädte Deutschlands. Mannheim wird nach den damaligen Vorstellungen einer Idealstadt konzipiert. Zunächst wird die Festung Friedrichsburg errichtet, nach den neuesten Regeln der Verteidigungskunst. Wie ein Stachelhalsband legt sich die Mauer um die neue Anlage. Die sternförmigen Straßen erhöhen die Beweglichkeit der Soldaten im Fall eines Angriffs. Und die Bewohner des Fischerdorfes erhalten ihre Stadt, wie sie es gefordert haben. Die Häuser sind in einem gitterförmigen Straßennetz angeordnet, das durch ähnlich große Baublöcke gebildet wird, die Quadrate. Später werden Festung und Bürgerstadt zusammenwachsen. Die Mannheimer strenge Geometrie des Schachbrettmusters greift zurück auf ein ganz altes Prinzip der Stadtplanung. Schon die alten Griechen, 400 vor Christus, haben so ihre Städte angelegt. Und Mannheim als Stadt der Renaissance, also einer Wiedergeburt der Antike, so ist ja die Epoche damals geprägt, knüpft an dieses antike Muster an und baut den bürgerlichen Teil seiner Stadt auch im Schachbrettmuster und spielt damit eigentlich an auf den Mensch als vernunftbegabtes Wesen, auf die Ratio, die sich als Geometrie in den Stadtkörper einschreibt. Und zugleich ist der Herrscher dann in der Lage, vor diesen bürgerlichen Teil der Stadt im Schachbrettmuster sein Schloss und seine Festung wie den Kopf oben anzusetzen. Mannheim wurde im 17. Jahrhundert ein zweites Mal zerstört. Doch beim Wiederaufbau wurde die quadratische Gliederung beibehalten. Sie ist bis heute einzigartig. US-Metropolen wie New York entscheiden sich später auch für das quadratische Straßenraster. Ob sie sich von Mannheim inspirieren ließen, das bleibt ein Geheimnis. Aus der Luft lässt sich die schachbrettartige Anlage gut erkennen. In der Tat, eines verbindet Manhattan und Mannheim. Beide Städte wurden im 17. Jahrhundert als Planstädte errichtet. Beide wurden zu einem Schmelztiegel der Kulturen.